Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Miss Nice Day. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe mir ein neues Skizzenbuch geschafft. Es ist riesengroß und wir malen heute zusammen die erste Seite. Viel Spaß! Und ich muss zugeben, diesmal ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Mit was fülle ich das Skizzenbuch? Was mache ich mir zum Thema? Und dann ist mir beim Gassi gehen mit Fluffy und Diego aufgefallen, die Natur. Sachen, die ich nicht kann. Blümchen malen. Also, Blümchen habe ich eingesammelt. Hündchen sind gelüftet. Let's start the new Skizzenbuch. Ich habe ein Etcher-Skizzenbuch mir geshoppt. Das ist diesmal ziemlich groß. Und ich möchte Bienchen und Blümchen und Studien darin machen. Und dafür habe ich mir ja die Blümchen aus dem Wald mitgenommen, denn direkt gegenüber von meinem Atelier ist ein herrlicher Wald, wo ich alles finde. Das Etcher-Skizzenbuch ist, ich habe keine Ahnung, es ist wirklich riesig. Ich male selten so riesig, außer auf Leinwände. Und ich bemale auch nie die erste Seite. Die kommt immer ganz zum Schluss. Also starten wir heute erstmal mit Studien. Wie sehen eigentlich Margariten aus? Man sieht sie immer, man weiß es immer, aber irgendwie tue ich mich bei Blumen immer schwer. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute werden Skizzen gemacht. Also, das Wichtigste ist immer erstmal der Stiel. Wo ist der Stiel? Wo sind die Blätter? Und dann geht es danach, wenn alle Blätter dran sind, oben wieder mal an Kreise. Ich starte alles mit Kreisen, denn das ist der Ring, an dem die Blütenblätter aufgehangen sind. Also alle sind relativ gleich groß. Sie sind natürlich perspektivisch verzerrt. Ja, sprechen ist schwierig. Und dann brauchen wir noch die einzelnen Blätter. Und fertig ist schon mal die erste Skizze. Doch was passiert, wenn wir die überhaupt drehen? Die schauen ja nicht immer gleich aus. Also Blümchen, komm, hopp, beweg dich, schau schön aus. Auch hier brauchen wir wieder einen Kreis. Wir brauchen einmal die einzelnen Blütenblätter, den Blütenstempel. Und die arrangiere ich kreisrund drum herum. Und natürlich auch hier wieder ein Stiel dazu, die Blätter. Und dann natürlich versuchen wir noch eine dritte. Einmal ganz von vorne, wenig verzerrt. Wirklich frontal und schwupp haben wir eigentlich schon die allererste schöne Studie zu unseren Margariten. Ich habe mir nicht nur Margariten mitgenommen, sondern auch Butterblumen. Die sehen wieder ganz anders aus, dafür zeichne ich mir erstmal ein Kästchen vor. Es soll ja ein hübsches Skizzenbuch werden und dann möchte ich das dann auch später in Farbe machen. Auch hier erstmal ein Kreis, einen Blütenstempel. Die Blütenblätter sehen natürlich hier ganz anders aus, typisch wie Prilblumen eigentlich. Dann zweite Perspektive, einmal ein bisschen gedrehter und die Blätter noch mit dazu. Und die dritte sehen wir so leicht von hinten und auch hier können wir wieder mit einem Kreis arbeiten. Also wirklich schön und easy. Skizze ist fertig und jetzt geht's ans Gouache. Ich möchte das komplette Skizzenbuch mit Gouache füllen. Ich liebe Gouache und ich finde, man kann damit auch super aquarellig arbeiten. Also let's go. Farbe auf die Palette. Wir brauchen Grün, wir brauchen Gelb, wir brauchen Weiß und natürlich Wasser. Also Pinsel schön nass machen, Farbe aktivieren und ran ans Motiv. Zuallererst färbe ich alle Blüten erstmal gelb ein, bevor es dann an die unterschiedlichen Farben geht. Man darf hier auch bei mir, also ich möchte es in meinem Skizzenbuch haben, dass wir ein bisschen die Bleistiftstriche durchziehen. Deswegen nicht zu deckend. Pinsel einmal auswaschen, dann geht es noch an Highlights. Natürlich, auch wenn die Blütenblätter komplett gelb sind, wie wir es in der Vorlage sehen, haben sie natürlich Lichter und Schatten. Und die versuche ich mit ein bisschen Weiß noch vorzuheben, ein paar Schatten, danach geht es an die Dunkelheiten noch mit dazu und zum Schluss noch ein paar grüne Stiele und Blätter. Beim Malen schaue ich mir natürlich immer wieder auch die Vorlage an
um ein bisschen zu sehen, wo sind welche Farben versteckt. Im Inneren am Blütenstempel sieht man, da kommt ein bisschen Grün raus und das versuche ich mit reinzuarbeiten. Auf meine Palette habe ich mir jetzt ein bisschen Blau angemischt. Ich möchte, dass die ein bisschen im Hintergrund bekommen, dass es so eine Fläche ist, wo die so herauspoppen, und färbe das jetzt einmal. Man sieht schnell, ich nehme hier mehr Wasser. Es ist nicht komplett deckend, wie man Gouache eigentlich nimmt, sondern so ein bisschen aquarellig. Da dürfen auch Blitzer sein. Da darf alles ein bisschen schneller und rougher heute sein. Und wenn wir schon bei der Farbe sind, wird auch einmal die Margarite noch ein bisschen koloriert. Die anderen zwei dürfen so sketchy bleiben, also nur eine Bleistiftzeichnung. Und hier gibt es auch ganz fix noch ein bisschen Farbe on top. Was für eine Skizzenbuchseite ohne ein Tier? Das kriege ich natürlich meistens nicht hin. Ich liebe es, Tiere zu malen, und auch ein Symbol für Sommer und Natur sind für mich Bummelbienen. Ich weiß, es sind Hummeln und keine Bienen, aber ich finde, es kommt aus dem Amerikanischen, heißt die Hummel ja Bumblebee. Und deswegen liebe ich es, Hummeln Bummelbienen zu nennen, weil ich finde, sie sehen eigentlich aus wie Bienen, ein bisschen fluffiger, ein bisschen dicker. Ich weiß, es sind schwarz-weiß und braungelb, schwarz-gelb und nicht braungelb, aber ich liebe den Begriff einfach. Also sind bei mir Hummeln immer Hummelbienen. Und die kommt jetzt auch noch mit on top. Also erstmal schwarz auftragen, danach kommt gelb, dann kommen die Flügelchen. Gelb und Schwarz ist schon mal fertig. Jetzt gibt es natürlich noch den Poppes. Der Popo ist ja mal leicht weiß. Dann mische ich noch ein bisschen Grau mit rein, damit auch der eine Dreidimensionalität bekommt. Und das Auge. Das Auge erstmal schwarz bekommt einen weißen Punkt, damit es auch natürlich dreidimensional wird und sich vom schwarzen Kopf abhebt. Und vorne die Stirn auch ein kleines bisschen weiß. Was fehlt uns finally? Noch die Füßchen. Die sind auch ganz easy gemalt, einfach nur mal so drei Glieder mit Weiß nochmal eine Reflexion on top. Die Eierchen nochmal ausarbeiten, damit sie auch wirklich schön flauschig ist, meine Hummelbiene. Und überall die Schatten nochmal ausarbeiten. Fühler. Und dann geht es mit Weiß auf die Flügel. Wenn du mit Gouache Weiß auf Schwarz malst, löst sich natürlich darunter schon mal die Farbe durchs drüber streichen, und das nutze ich auch gleich für die Flügel. Überall wird jetzt noch mal ein bisschen Flauschigkeit rausgearbeitet, ein paar Highlights kommen noch mit dazu, ein bisschen Schatten für den Popo. Weiß auch in die gelben Stellen, das ist die Reflexion von den Härchen. Und schon ist das eigentlich eine richtig coole Studienseite geworden. Die Natur bietet einfach die schönsten Inspirationen. Es bleibt einfach so. Die Seite mit den Studien ist fertig und jetzt mache ich was draus. Heißt, ich möchte so drei kleine Bildchen haben und die kommen auf die rechte Seite. Dafür habe ich so ein Masking Tape und klebe mir einmal die Kästen ab. Also drei Kästen nebeneinander, die müssen nicht gleich groß sein. Es ist ein Skizzenbuch, das ist mir völlig egal. Ich kämpfe immer wieder mit diesem Masking Tape. Aber ihr seht, auch bei mir flutscht immer nicht alles reibungslos. Nummer zwei, schon klappt es besser. Dann gibt es noch Querstreben mit dazu, damit ich auch wirklich auf drei Kästchen komme. Ich streife das immer glatt, damit die Farbe nicht drunter läuft. Und dann haben wir unsere Grundlage schon mal fertig. Dann geht es an den großen Pinsel, den durfte ich mal bei Da Vinci machen. Steht sogar mein Name drauf. I love it. Und grundiere zuallererst mal den Hintergrund. Ich möchte ihn so ein bisschen blau und grün haben, blau für den Himmel, grün für Hintergrund. Und hier verwende ich wirklich kein deckendes Gouache, sondern
sehr viel Wasseranteil mit drin. Sieht eigentlich schon quasi aus wie Aquarell. Und genau das ist es, was ich an Gouache liebe. Ich habe so viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten und so viele Effekte zu erzeugen. Und es ist für mich immer ein bisschen einfacher als Aquarellmalen, weil ich einfach diesen deckenden Effekt so cool finde. So, die Flächen sind noch nass und feucht. Und jetzt male ich da von unten nach oben Grün noch mit drin ein. Somit entsteht da so ein cooler Verlauf. Und nehme noch ein bisschen mehr Grün, denn das mittlere Fenster soll komplett grün werden. Ich schaue natürlich, dass alles so ein bisschen zusammenpasst. Dass links und rechts der Blauanteil mit drin ist. In der Mitte darf es gerne nur grün sein. Das möchte ich nach oben auslaufend haben. Und ich male immer vom Masking Tape so ein bisschen weg, damit mir da ja auch ja nichts runterläuft und die Kanten schön bleiben. Hier drüben kommt auch nochmal grün. Hier darf es ein helleres sein. Ein kleines bisschen oben noch grün mit rein. Und schön verblenden. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Weiß mit dazu. Wir lassen das Grün nach oben hin auslaufen und dann heißt es trocknen lassen, denn auch bei Gouache, wenn man drüber malen möchte, sollte der Untergrund gut getrocknet sein. So, ein bisschen gewartet, es ist trocken, dann geht's an die Motive. Ich möchte alle Motive, die ich jetzt auf der linken Seite als Studien habe, möchte ich jetzt in Farbe nochmal drauf haben und deswegen male ich jetzt mit Weiß direkt auf meinen Untergrund meine Margariten. Ich fange hier jetzt an, kreisförmig, wie ich es mir vorhin gedacht habe, mal ohne Skizze. Ich male sonst immer mit Skizze. Aber dadurch, dass ich mich vorher schon damit beschäftigt habe, geht es jetzt ein bisschen flotter. Und wichtig ist, wenn du mit Gouache auf einen farbigen Untergrund malst, der auch Gouache ist, mach so wenig wie möglich Pinselstriche. Jedes Mal, wenn du mit deinem Pinsel über die Fläche gehst, über die grundierte Fläche, löst du mit dem Pinsel auch wieder die Farbe. Das bedeutet, es mischt sich sehr schnell, deswegen lass es lieber erstmal trocknen und mal dann beim zweiten Mal nochmal drüber. Also bei mir deckt es noch nicht, die einzelnen Blütenblätter haben auch noch keine schöne Form, auch wenn es ein Skizzenbuch ist, darf es schon hübsch sein, aber das ist dann quasi Step 2. Die Stellen, wo die Blütenstempel sind, grundiere ich auch schon mal weiß, da gelb oft nicht so gut deckt bei Gouache. Mache ich es erstmal weiß. Das ist noch feucht. Da geht noch kein Gelb an. Ja, dann malen wir eben erst mit Grün die Stiele. So, feiner Pinsel genommen und einen schwunghaften Stiel. Wer sich mal Margariten oder Gänseblümchen ist ja ähnlich anschaut, die haben lange, sehr dünne Stiele und sind oft schön geschwungen. Dann kommen noch ein paar Blätter dazu. Links und rechts, überall verteilt. Hier sind jetzt noch keine großen Schatten. Es ist einfach einmal grundiert, einmal grün. Und das darf auch gern so sein. Denke immer daran, du musst es nicht eins zu eins malen, wie es in der Natur vorkommt. Mach immer dein Motiv drauf. Verkopf dich nicht zu sehr und entspann einfach ein bisschen malen. Vielleicht hast ja auch du einen Garten, hast tolle Blumen draußen. Schnappst dir ein paar und malst auch einfach mal los. Nimmst dir ein, zwei mit an deinen Schreibtisch, packst die Pinsel aus und versuchst sie einfach mal in einem Skizzenbuch zu verewigen. Macht unglaublich Spaß. Die Stiele sind jetzt fertig. Ich male jetzt in meine weißen Blütenblätter noch ein bisschen mit Grau und Blau gemischt Schatten hinein. Warum blau im Schatten? Weil natürlich ich im Hintergrund angedeutet habe, dass der Himmel blau ist. Und Schatten beinhalten auch immer Farbe. Auch wenn wir sagen, Schatten sind eigentlich nur schwarz oder grau. Nee, ganz oft haben wir da noch ein bisschen Farbe mit drin. Und dadurch, dass der Himmel blau ist, die Fläche weiß ist, werden auch meine Schatten leicht grau-blau. Ich deute die erstmal an, werde die später noch ein bisschen verblenden. Ich teste mich da einfach mal ein bisschen aus und spiele ein bisschen mit den Farben. Jetzt geht es an die Blütenstempel, die werden natürlich gelb, also werden die drauf getupft. Dadurch, dass ich mit Gouache tupfe, entsteht automatisch schon mal eine Oberfläche, eine Unebenheit und es wirkt mehr
wie wirkliche Blumenstempel. Die Margariten sind fertig und im zweiten Feld hätte ich gern die Butterblumen. Also fange ich erstmal an mit den im Hintergrund liegenden zwei Blättern, drei Blättern. Man sieht sie jetzt hier nicht, ich habe sie seitlich dran liegen, habe mir eine Perspektive gesucht, wie ich es gern hätte und auch dort entstehen Schatten. Also fange ich erstmal an, deckend auf den Untergrund gelb zu machen und deute jetzt mit ein bisschen Grün die ersten Schatten an. Vorhin, wo wir uns das dem Detail angeschaut haben, Butterblumen, hat man ja gesehen, dass um den Blütenstempel rum immer ein bisschen grünlich die einzelnen Blütenblätter gefärbt sind. Das unten lasse ich trocknen und male jetzt mal den nächsten. Während meine Blütenblätter jetzt vor sich hin trocknen, damit ich dann später eine Schicht schön deckend drüberlegen kann, geht es jetzt einmal so ein paar Stiele. Es wachsen da natürlich nicht nur zwei Butterblumen, sondern es ist eher in der Wiese. Im Hintergrund sehen wir noch leichte andere Stiele, andere Gräser und die deute ich da ganz leicht an. Vielleicht noch ein, zwei Knospen mit Schwarz noch ein bisschen Schatten reinmalen. Am schönsten mischt sich Gouache, wenn du wirklich nass und nass malst. Also direkt mit drauf. Hier oben noch eine Knospe, dass es ein bisschen ausgewogen ist, dass es ein schöner Einblick wird und eine schöne Seitenaufteilung. Als nächstes möchte ich die Blütenblätter, die oben so wirklich drauf sitzen, also so ineinander gedreht und drauf sitzen, in richtig schön leuchtenden Gelb haben. Dafür grundiere ich mir jetzt einmal die Blütenblätter in Weiß vor. Während die weißen Blütenblätter trocknen, geht es jetzt noch an das dritte Fältchen. Und da dürfen nochmal Margariten rein in einer ganz anderen Perspektive. Wir sehen hier den Blütenstempel gar nicht, sondern wirklich seitlich geneigt. Und dann fange ich wieder an, mit Weiß die ersten Blütenblätter zu malen. Habe mir meine Vorlage wieder dabei und halte mich nicht zu 100% dran. Also es soll heute wirklich ein Easy-Peasy-Motiv werden, das man jederzeit nachmalen kann. Und packen noch eine zweite dazu, sonst ist da unten so ein großes Loch. Drehen die Blume dafür und schauen uns an, wie sie funktioniert, wie die Blütenblätter sich rundherum arrangieren und versucht das mit Weiß mal darzustellen. Hier sieht man natürlich ein bisschen den Blütenstempel, der kommt auch gleich mit rein. Also reingetupft. Und dann geht's auch schon an die grünen Stellen. Das Grün ist fertig und dann auch hier wieder ein bisschen mit Grau Schatten erzeugen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr Grau. So,
und werde das dann mit einem feuchten Pinsel verblenden, damit es dort schöne Verläufe gibt. Erstmal so ein bisschen weiß und beides deckt alles nicht so wunderbar, alles ist noch nass. Und später verblende ich das dann und dann soll es so ein bisschen einen lockeren, schönen Stil bekommen. Und ich achte da jetzt schon gar nicht mehr auf mein Original. Ich schaue nur, wo ungefähr Schatten sind und versuche gar nicht die einzelnen Blattfalten darzustellen. Das kann man machen, wenn man ganz, ganz viel Zeit hat und ganz, ganz viel Muße. Aber ich habe heute keine, nicht sonderlich viel Muße, hier einzeln nicht zu verfriemeln, sondern einfach so ein paar Studien, ein bisschen Schwungübungen. Alle fragen immer, wie kann ich so malen wie du oder wie andere gute Künstler, denn das Wichtigste ist daran immer, üben, 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 üben. Ich bin wirklich nicht gut im Blütenmalen, deswegen übe ich. Und ich nehme euch heute mit beim Blütenmalen. Vielleicht macht es euch ja Spaß, vielleicht schnappt ihr euch auch ein paar Blüten und pinselt los. Ihr seht, so eine lockere Motive helfen einfach ein bisschen abzuschalten, den Alltag zu vergessen und was Schönes zu zaubern. Meine Margariten sollten jetzt so bleiben. Die dürfen so bleiben. Ich finde die hübsch. Und jetzt ist auch das Weiß gut getrocknet und ich kann dort nochmal gelb drüber gehen. Und jetzt leuchten die satt. Es scheint kein Grün mehr durch. Und somit decken sie schön. Ich kann noch oben die Ränder ein bisschen verblenden. Es kommt noch ein bisschen Grün unten mit dazu, um auch wieder dort anzudeuten, dass es hier ins Blüteninnere geht, dass da der Blütenstempel drin ist. Und sorge hier mal Grün für die ersten Schatten und dass es dreidimensional wird. So langsam mag ich meine Blumen. Es fehlen so ein paar Highlights überall, wo die Blüten, wo das Licht auftrifft, ein bisschen weiß. Und dann sind meine Blüten fertig. Und dann geht's an das Schönste. Klebeband abziehen, mach das immer ganz vorsichtig. Ich versuche es immer wirklich steil abzuziehen. Das heißt wirklich flach übers Papier, damit mir das Papier nicht reißt. Ich suche immer die Ecken, welche abgehen, aber auch ich finde sie irgendwann. Und ich habe nur einen Fleck gemacht. Nur ein. Yay. Ich liebe den Effekt, wenn alles so schön ordentlich ist. Und wir haben vorhin Bummelbienen gemalt. Und auch hier darf jetzt noch eine Bummelbiene fliegen. Vielleicht noch eine zweite über den Fleck unten. Das Bummelbienchen bekommt langsam eine Form, Fühler kommen noch dazu und schwupp. Ja, ich habe bekleckert. Toll! Ärgert mich jetzt aber nicht, ist ein Skizzenbuch, passiert mir auch sau häufig, wenn ich wieder zu ungeduldig bin und mit dem Finger natürlich auf noch nicht getrocknete Stellen drauf tapse, aber egal. Davor lassen wir uns den Tag nicht verderben. Verliert so irgendwas, das kleine Bummelbienchen? Auch hier wieder genau wie vorhin. Selber Effekt, schwarz-weiß, ein bisschen Highlights, ein bisschen feine Härchen, Helligkeiten in die Beinchen, Reflexionen. Und zum Schluss kommen auch hier wieder noch Flügelchen mit on top. Dadurch, dass mein Schwarz jetzt schon sehr gut getrocknet ist, muss ich mit einem feuchten Pinsel noch ein bisschen die Farbe verblenden. So wirkt es einfach, als würden die Flügel durchsichtig sein. Ich mache mit Schwarz und so mit Grau noch so ein paar Äderchen mit rein. So, noch ein bisschen so ein Gelbbraun. Schön. Und langsam sieht es wirklich aus wie eine Bummelbiene, die über unser Motiv liegt.
So, meine Seite ist fertig. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich liebe sie total und ich glaube, ich werde noch ganz viele solche Studien hier in mein Skizzenbuch einpacken und euch mitnehmen. Wenn es euch gefällt, einmal Daumen nach oben. Das wird mir sehr helfen. Nächsten Freitag gibt es ein neues Video. Bis dahin, bleibt kreativ und habt ein wunderschönes Wochenende, ihr Lieben.